Wir befinden uns auf der B312 zwischen den Auffahrten Neckar-Tenzinger B312 Adler und Neckar-Thalfinger B312. Wir sind gerufen worden zur Überlandhilfe nach Bempflingen zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und zwei Pkw. Bei der Anfahrt hat sich herausgestellt, dass die Einsatzadresse nicht korrekt war. Wir sind quasi dann nicht in Richtung Metzingen von uns aus gefahren, sondern in Richtung Stuttgart. Die Lage vor Ort war beim Ersteintreffen vom DRK und meiner Wenigkeit waren die zwei Pkw mitten auf der Straße. Erstversorgung von den Personen ist bereits eingeleitet worden. Unsere Erstmaßnahmen waren ebenfalls weitere Unterstützung bei der Erstversorgung, Sichtung und die Rettung vorbereiten. Die Information vom Orgel war, dass beide Personen frei waren, sodass also nur eingeschlossen, nicht eingeklemmt. Das hat die Lage etwas entspannt. Wir haben dann unter Absprache mit dem Rettungsdienst diese entsprechenden Maßnahmen vorbereitet. Die erste Person aus dem Fahrzeug wurde von uns betreut und dem Rettungsdienst dann mit übergeben. Bei der zweiten Person haben wir das erste Fahrzeug wegrücken müssen, abrollen lassen müssen, um dann einen größeren Zugang zu schaffen, damit der Patient patientengerecht gerettet werden konnte. Nein, mit uns war die Feuerwehr Bempflingen, weil ja ursprünglich die Lage in Bempflingen gemeldet war, vor Ort. Die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, mit der Feuerwehr Bempflingen war ausgezeichnet, lief in Ruhe ab und es war ohne Komplikationen abgelaufen. Ja, der Rettungsdienst wurde hier auf die BE 312 nach Neckar-Tenzingen alarmiert. Es war hier ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. In der Notrufmeldung wurde auch schon erwähnt, dass es vier Verletzte hier vor Ort gibt. Deswegen hat unsere integrierte Leitstelle in der Erstalarmierung zwei Notärzte und vier Rettungswagen hierher entsandt. In der Folge des Einsatzes wurde dann noch ein Rettungshubschrauber für den Transport eines Schwerverletzten mit nachalarmiert. Ja, generell für einen Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße ging es hier noch relativ glimpflich ab. Wir hatten jeweils die beiden Fahrer als schwer verletzt gesichtet. Die Beifahrerinnen waren als leicht verletzt deklariert.